Hallo Leute, ich bin der Dan. Bevor ihr jetzt dieses Video seht, in diesem Video geht es um die aventurische Rüstkammer. Und ja, ich bin ein wenig abgeschweift. Ich möchte vorab sagen, ich möchte das Video genauso hochladen, wie es ist. Aber ich möchte vorab Folgendes klarstellen. Ich bin absoluter DSA-Fan. DSA 4.1 war mein erstes so System, das ich groß gespielt habe. Und ich bin Fan und ich bin auch bereit, viele Dinge mitzumachen bei DSA. Wie zum Beispiel diese Sammelkarten zu kaufen und so weiter. Weil ich einfach sage, yo, das ist meins. Und es gibt jetzt gerade bei der aventurischen Rüstkammer, die ich persönlich gut finde, also ich mag das Buch, ja, ich finde es gut, gibt es ein paar Entscheidungen und das, darauf werde ich in diesem Video eingehen. Und zwar mit klaren und vielleicht auch ein bisschen harten Worten. Das werdet ihr dann in dem Video sehen. Und auf diese Dinge gehe ich klar ein. Ehrlich und direkt. Ich halte nichts davon, immer alles so hinterm Berg zu halten. Und das ist halt für mich, weil DSA für mich so ein wichtiges System ist, weil es mein erstes Rollenspielsystem war, was mich halt so richtig erwischt hat, treffen mich manche Entscheidungen, die getroffen werden bei DSA 5 in der Produktstruktur, richtig tief und auch persönlich. Also da wäre ich richtig emotional. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen DSA, das ist eines meiner Lieblingssysteme. Ich finde DSA 5 ist ein grandioses System, auch gerade für Neuansteiger und auch für alte Hasen. Es wird immer, immer größer, immer schöner, immer toller. Ich finde Ulysses ist eine geile Firma. Die Mitarbeiter, die man so sehen kann, die vor der Kamera arbeiten, sind auf jeden Fall, man merkt, das sind einfach coole Typen, die einfach für ihr Hobby brennen und ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Markus Plötz auch wahnsinnig charismatisch und auch vor allem erlebt das alles und so weiter. Aber er hat halt die wirtschaftliche Seite auch im Blick und ich habe auch einen Sinn für Wirtschaftlichkeit. Ich bin ja, ich habe ja Handel gelernt und bin dementsprechend da auch. Ich kann sehen, was ist eine wirtschaftliche Abwägung und was eine emotionale. Und alles, was ich in diesem Video sage, ist auf einer emotionalen Ebene, die für mich halt teilweise, da habe ich mich einfach geärgert. Ich möchte mich auch nicht davon distanzieren, was ich sage, sondern ich möchte nur sagen, DSA ist top, die Mitarbeiter sind top, ich möchte auch die Redaktion nicht persönlich angreifen. Ich habe mich nur über manche Sachen geärgert und das tue ich in dem Video kund. Ich möchte euch bitten, schaut das Video bis zum Ende an und gerade den Teil, wo ich mich aufrege, ich relativiere das bzw. spreche dann, versuche euch das zu verdeutlichen, warum ich so emotional darauf reagiere. Ja? Und das habe ich euch jetzt ja auch jetzt schon mal angedeutet hier in diesem kleinen Vorclip. Weil ich das Thema, die aventurische Rüstkammer, ein bisschen verlassen habe. Und ja, wir sehen uns hoffentlich nach dem Video wieder. Kommentare dazu bitte unter dem Video. Und ja, wenn es sein muss, dann bewertet mich auch negativ. Ich habe einfach mal meine Fan-Meinung und Kundenmeinung rausgehauen zu manchen Sachen. Und ich glaube, das muss halt auch mal sein. Manchmal ist so ein reinigendes Gewitter und mal so diesen manche Sachen mal so rausposaunen gar nicht so schlecht. Alles klar, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Und wie gesagt, DSA ist immer noch eines meiner Lieblingssysteme. Und das ist halt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Das möchte ich auch nochmal sagen. Katze! Macht's gut, Leute. Ciao. Bis gleich.
Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier dabei seid bei einem Sammelkarten-Video von Dan. Und auch eins meiner Lieblingscover. Ich finde, dass das irgendwie so ein cooles Flair hat. Ne? Weil das einfach die Basis ist für jedes Abenteuer, nämlich die aventurische Rüstkammer. Ich muss schon mit einer Träne im Knopfloch aventurische Rüstkammer 1 dazu sagen. Ich gehe davon aus, dass es davon, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich gehe davon aus, da gibt es auch bald die aventurische Rüstkammer 2, weil das ist so die neue Strategie von vielen Rollenspielverlagen. Ich möchte jetzt auch gar nicht Ulysses alleine dafür verantwortlich machen. Es ist einfach so im Moment Duktus, das alles so zu unterteilen. Ne? Und ich meine, es, Jungs, ich brauche keine ganze Seite für sowas. Ja? Oder, keine Ahnung. Ich finde es schön, aber brauche ich hier eine halbe Seite mit Bild von fucking Vorhängeschloss? Ja? Wollt ihr mir eigentlich verarschen? Ja? Oder, keine Ahnung. Es ist, wo sind die alten Listen hin? Die schönen Listen. Ich hol gleich hier die Rüstkammer, ich weiß gar nicht mehr, wie sie bei DSA 4 hieß, das Arsenal hieß, raus. Das reicht doch. Was muss ich denn hier? Hier bei den Waffen macht es Sinn. Ja, jede Waffe und Bild und das ist wichtig. Jede Waffe und Bild, jede Rüstung, die speziell aussieht, ein Bild. Aber ich brauche kein Bild von einer Wasserpfeife. Jedenfalls nicht so groß. Ja. Keine Ahnung. Hier von irgendwelchen eine Strickleiter. Eine halbe Seite Strickleiter. Also das haben die. Da bin ich ein bisschen sauer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das, die Rüstkammer, aber da bin ich ein bisschen angepisst. Ein Schlafsack. Hallo, warum braucht das jemand? Das braucht keine Sau. Und dann hier hinten auch keine schöne Liste. Hier. Keine schöne. Oh, es ist gerade. Ja. Hier, das ist das. Bitte Kamera, stellen Sie sich scharf. Ja. Das hier sind keine Listen, die ich gebrauchen kann. Hier irgendwie so blöd auf. Das müssen schöne, einfache, übersichtliche Listen sein. Ja. 10.000 Beschreibungen. Die Spezialbeschreibungen, die finde ich doch dann in den Seiten, bei den Waffen direkt. Also das hier ist für mich jetzt, wenn ich sage, meine Spieler wollen einkaufen gehen, echt doof. Muss ich sagen. Ganz ehrlich. Ich liebe DSA. Mir macht das alles total Spaß. Ich finde, die 5. Edition ist toll. Die Artworks, das System, ist alles top. Ja, aber es gibt so ein paar Sachen, da würde ich Ulysses bitten, macht mal einen Schritt zurück. Ja. Das ist schon ein bisschen hart. Das ist ein bisschen hart. Guckt euch das an. Was ist das denn für ein Scheiß? Poltern-Set Papier, Stoff gezinkt, Papier gezinkt, das ist auch alles wunderbar. Nur, wie viele Seiten sind denn hier Ausrüstung? Und auf jeder Seite sind nur 5 Sachen drauf. Ja, oder 10. Was ist das für ein Blödsinn? Ja? Vor allem, die nehmen sich sehr, sehr viel Platz. Die nehmen sehr, sehr viel Platz für wenig Inhalt. Und das finde ich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich brauche keine ganze Seite für irgendwas. Ja. Warum macht man denn nicht? Jetzt nur mal ein Vorschlag zur Güte. Ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, wird wahrscheinlich jetzt auch da wieder. Wir werden wahrscheinlich negative Kommentare von den DSA-Fans kommen, von den Hardcore-Fans. Aber warum mache ich denn nicht diese Dinge hier? So wie sie sind. Das ist in Ordnung. Das ist für mich wichtig. Barbarenschwert, eine Beschreibung, vielleicht hier. Ich mag auch diese Kästchen hier mit diesen Charakteren. Ist auch toll, ja. Aber da gehen wir mal. Ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen. Ich werde das mit der aventurischen Rüstkammer werde ich nochmal besprechen. Weiß ich es nicht schon gemacht habe. Muss ich nochmal nachschauen, weiß ich gar nicht. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich will hier auf die Sammelkarten zu sprechen kommen, die ja alle wichtigen Informationen bieten. Die Bilder sind die gleichen, natürlich wie in der Rüstkammer. Das ist so kurz und knapp, das reicht doch. Und so knapp hätte man es im Buch auch bringen können. Ja?
So. Ich brauche nicht eine halbe Seite über eine Strickleiter lesen. Ja? Hallo, wo sind wir denn hier? Kletterseil. Ja, sowas brauche ich. Da brauche ich ein Bild vom Kletterseil und da brauche ich dann hier die wichtigsten Informationen. Ne? Hier, ohne das Kletterseil, hier ohne das hier, würde ich überhaupt nicht das Rollenspiel schaffen. Hm? Ach, naja. Bin ich ein bisschen angefressen. Kreide, leckt mich doch am Arsch. Laterne, na gut. Ja. Gut, also, was das angeht, bin ich ein bisschen angefressen, obwohl es ein schönes Buch ist. Proviant, ja, komm. Spart's euch. Ist hier irgendwas Wichtiges? Proviant sättig pro Ration einen Menschen für einen Tag. Dankeschön. Ja. Ich merke gerade, ich bin schlecht drauf. Ich werde auch hier nach dem Video aufhören, Videos zu machen. Das kotzt mich richtig an. Eine Unterhose. Ist ein geiler Gag, ja? Das finde ich lustig. Ist ein Gag, ja? Aber es sind nicht alles Gags. Es ist vieles drin, wo ich sage, das ist dann kein Gag mehr. Wenn 50% vom Buch ein Gag sind, wie hier die Wolldecke, dann ist es kein Gag mehr, sondern es ist dreist. Boah, Fadenzelt. Meine Fresse. Da brauche ich doch, für das Zelt brauche ich kein Bild. Da brauche ich eine Zeile, in der steht, wie viel das kostet. In verschiedenen Ausführungen meinetwegen, hier so wie das. Ja. Ein Preis brauche ich, ein Gewicht brauche ich und das war's. Ich brauche keine Regeltechnik, ich brauche überhaupt nichts dafür. Ich brauche Menschenverstand, das brauche ich dafür. Da sind sie zu sehr im Detail, zu sehr im Detail. Der Blick fürs große Ganze und dann in diesem kleinen verloren. Vacuil Florett, das ist wichtig, das sind wichtige Dinge. Hier, Sondersachen von Stockdegen, ne? Das ist wichtig, wie man Stockdegen versteckt. Ja? Hier. Oder hier die Waffen. Meinetwegen. Ja? Das ist wichtig. Oder zufällige Waffen. Wie heißen die denn so? So improvisierte Waffen. So. Das ist wichtig. Aber doch nicht so Scheißdreck hier. Mann. Kletterseil. Hängt euch mit dem Scheiß Kletterseil auf. Nee, ich mach das bloß nicht. Ihr macht einen guten Job, aber das ist... Das ist blöd. Ich find's blöd. Darf man auch mal sagen, ich bin Fan. Ich verteidige viel, was Ulysses macht. Und ich finde, es ist eine tolle Firma. Aber da ärgere ich mich. Und es ist aber auch nicht schlimm. Also es ist jetzt kein Gamebreaker. Ne? Das ist genauso wie wenn ihr Fan von irgendeiner Band seid und es kommt ein neues Album raus und ihr regt euch einfach drüber auf, dass das fünfte Lied nicht so geil ist. Ich finde die Bilder alle geil. Also hier, die Qualität ist einfach sehr hoch. Die Bilder sind hoch, die Texte sind hoch. Es ist super vom Layout. Ich würde das aventurische Rüstkammer, da werde ich auch alles von kaufen. Wenn die nächste kommt, hole ich sie mir auch wieder. Ich werde mich wieder ärgern. Ja? Aber ich hole sie mir, weil sie cool ist, weil es gut ist. Weil es mein Aventurien weiterbringt. Ja? Diese Bilder und alles. Aber bitte hört auf, eine Wolldecke einzuführen. Ich raste aus, ey. Also die Dinge sind alles wichtig. Die möchte ich auch, nehme ich natürlich auch in meine Sammlung auf. Also in meine Box dann. Ja, weil das wichtige Sachen sind. Ja. Brechstange ist wichtig. Ich brauche für eine Brechstange verschiedene Vor- und Nachteile und Dinge, die ich halt damit tun kann. Ja. Das ist für mich wichtig. Ja. Normalerweise müsste ich hier das scheiß Zelt da, müsste ich gleich durchreißen. Aber mache ich nicht. Ich will nie mehr Sachen, die ich bezahlt habe, wegschmeißen. Oder kaputt machen, ne? Naja. Also, hier ist alles nochmal drin, die ganzen Waffen und so weiter. Das macht, sagen wir mal, hier sind 176 Karten dabei. Ich würde, sagen wir mal, 20, 30 davon einfach wegstreichen, das einfach nur Müll ist. Was brauche ich, diesen Kompass? Okay, Leute, ich gebe dem Kompass die Chance. Das Bild ist ganz schön, gefällt mir. Wie gesagt, die Art ist gut. Ich gebe diesem Kompass jetzt die Chance. Ich werde ihn jetzt umdrehen. Auf der Seite 31 steht auch was zum Kompass. Wahrscheinlich eine halbe Seite. Und ich werde mal sehen, ob ich am Spieltisch jetzt diese Information zu dem Kompass bräuchte. Drehe mal rum. So, das halte ich mal ein bisschen zu hier unten. Da kommen wir gleich zu. Gegenstand. So. Kompass Südweiser, meinetwegen. Und dann haben wir nochmal den Kompass im Metallgehäuse. Schaut euch mal an, wie dick das, wie aufgeblasen das ist.
Ja? Das machen die nur, damit es hier auf der Karte nicht so verloren aussieht. Ja? Das, sonst wäre hier nur so, wenn hier zwei Zeilen und das wär's. Strukturpunkte, meinetwegen, man kann ja alles zerstören, das ist ja ein System, aber brauchst du, hättest du es so groß braucht, ich weiß nicht. Preis, meinetwegen, Komplexität, meinetwegen. So, Regeltechnik. Mit einem Südweiser erhält ein Held eine Erleichterung von 5 auf Proben, auf Orientierung, wenn es darum geht, die Himmelsrichtung zu bestimmen. Andere Probe auf das Talent könnte durch den Kompass auch eine geringe Erleichterung erhalten. Na gut. Weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich schwierig. Keine Ahnung. Hättest du es braucht? Vielleicht. Das ist vielleicht sogar was. Naja, gut. Meinetwegen. Naja. Alles klar, Leute. Also mein Fazit. Mein Fazit. Jetzt nur zu dem Kartenset. Wie gesagt, 150 Karten hätte es auch getan. An sich finde ich das hier gut. Alles, was man so hier haben kann, finde ich gut. Werde ich auch weiter kaufen und sammeln. Es gibt allerdings ein paar Sachen, da fühle ich mich ein bisschen persönlich verarscht, wenn mir ein Schlafsack präsentiert wird. Ja, ich brauche kein Bild vom scheiß Schlafsack. Ich habe 2. Keine Ahnung. Ja, ich möchte in einer aventurischen Rüstkammer, möchte ich Waffen haben, möchte Rüstungen haben und ich möchte Ausrüstungslisten haben. Listen. Ich möchte nicht von irgendwelchen gängigen Artikeln, die man noch nicht mal ausspielt die meiste Zeit, sondern die man so als Standard dabei hat, eine Wolldecke und einen Rucksack, möchte ich nicht hier eine halbe Seite Text von haben. Ja? Konzentriert euch, ihr verteilt, Ulysses, ihr werdet das wahrscheinlich nie sehen, aber ihr verzettelt euch in tausend verschiedene Bücher, in tausend verschiedene Dinge, anstatt dass ihr Schlaglichter setzt auf das, was wichtig ist, was im Rollenspiel. Ich brauch doch nicht diese Kreide. Ich brauch doch nicht die Laterne, so ein Müll. Ich schau doch nicht nach, wenn ich ein Ritual mache. Dann muss bei dem Ritual stehen, was mir Kreide bringt. Dann ziehe ich doch nicht die Kreide aus dem aventurischen Rüstkammer raus, weil mir die Probe erleichtert. Also bitte, das mache ich doch beim Ritual, da gucke ich doch nach dem Ritual. Naja gut, vielleicht bin ich da ein bisschen anders, keine Ahnung. Die Laterne, sie leuchtet. Danke. Der Rucksack, 50 Stein Gewicht kann er tragen. Das muss ein ordentlicher Rucksack sein, da muss ich mal ganz kurz hier anmerken. Na gut, alles klar Leute. Also, Kartenset an sich in Ordnung, sind ein paar Entscheidungen, die dumm sind, die blöd sind, die mag ich nicht. Die sind für andere Leute, für mich sind sie absolut nichts. Also nein, sie sind nicht dumm und sie sind auch nicht blöd, aber sie sind für mich nichts, null. Die bringen mir keinen Mehrwert, die sind für mich Unsinn. Ja? Ansonsten alles tipptopp, die Zeichnungen sind alle gut, ja? Alle, sogar das Seil, da ist es schon wieder. Cool, es lacht mich aus. Na gut, Leute, wie gesagt, ich rege mich auf als Fan. Ich rege mich als Kunde, der dafür Geld ausgegeben hat. Und ich rege mich auf als absoluter Fan. Ja, also es ist nicht. Man muss auch nicht immer mit allen Entscheidungen, die eine Firma trifft, vor allem wenn es um so ein emotionales Thema geht wie Rollenspiel, d'accord sein. Ne? Jeder hat so seine Meinung. Und ich habe mich jetzt gerade mal richtig schön aufgeregt. Ich habe auch gemerkt, mein Puls ist hochgegangen. Bei sowas. Das ärgert mich. Ja? Und ich möchte aber trotzdem jetzt nicht hier irgendwie wegen so ein paar Kleinigkeiten, das sind wirklich Kleinigkeiten, das ganze System verteufeln oder die Firma verteufeln oder die Redaktion verteufeln oder sonst irgendwas. Aber ja, sowas finde ich halt. Ich finde es.
sogar dreist ein bisschen. Ja. Das ist für mich so Lückenfüllen. Wir machen das, das ist glaube ich das, für was mich am meisten daran ärgert. Dass für sowas, mit sowas Platz verschwendet wird. Ein Stundenglas. Hallo, so viel? So viel? Ist mir doch scheißegal, wo der Sand herkommt für das fucking Stundenglas, ne? Hier wird offensichtlich Platz verschwendet für Dinge, die unsinnig sind, um noch ein zweites oder noch ein drittes Buch herauszubringen. Meine Meinung. Und das ist gemein. Es ist eine Strategie, eine wirtschaftliche Strategie, die ich nicht gutheißen kann, im vollen Umfang nicht. Im gewissen Umfang macht es Sinn für mich und ich finde es auch gut, dass Firmen so weit denken. Und auch, ja, sie müssen ja Geld verdienen, sie müssen hier ein Fesselseil, das ist das Nächste. Wer nimmt ein Fesselseil mit? Das nehme ich aus dem Seil, was ich dabei habe. Wie gesagt, wirtschaftliche Entscheidungen sind wichtig und sind richtig. Sie müssen Geld verdienen, sie müssen einen Artikel machen, wo die Leute halt ein bisschen mehr ausgeben müssen, als sie vielleicht wollen, um über die Runden zu kommen. Alles vollkommen richtig, aber alles hat seine Grenzen und es wird aber trotzdem gekauft. Das ist ja das, was am Endeffekt zählt. Es wird ja trotzdem gekauft. Ich kaufe es ja auch. Ich nehme mich da gar nicht raus. Ja. Aber es ist trotzdem kein schöner Zug. Und es hat für mich dann, wenn ich an DSA 5 denke oder an DSA, hat es für mich ein kleines negatives Geschmäckle. Das ist das, was mich daran aufregt. Weil es für mich einfach so gut ist und pur und rein und toll und Abenteuer und wahnsinnig geile Gestaltung und Mittelalter und Emotionen und Feeling und Ambiente und ich will nicht, dass mir die Immersion zerstört wird, dadurch, dass mir hier dann solche Wirtschaftstricks plump um die Ohren gehauen werden. Ich weiß, ich rede mich jetzt gerade um Kopf und Kragen. Ich werde wahrscheinlich auch viele negative Bewertungen dafür kriegen, aber ich möchte es einfach mal gesagt haben. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wie gesagt, Diskussion bitte unter dem Video oder auf meiner Facebook-Seite könnt ihr auch mal einen Thread eröffnen, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dan. Und ich bin jetzt total fertig. Ausruhen. Ciao, ciao.